Mit Metal Gear Solid Portable Ops bekommt Sonys PSP nach Metal Gear Acid endlich ein Snake-Spiel mit echtem Schleichfeeling. In Portable Ops steuert ihr aber nicht den altbekannten Solid Snake, sondern dessen Vater Naked Snake, der auch unter dem Namen Big Boss bekannt ist. Die Geschichte spielt 6 Jahre nach den Ereignissen des dritten Metal Gear Teils Snake Eater. Geheimnisvolle Söldner haben Big Boss überfallen und auf eine südamerikanische Halbinsel verfrachtet. Nach einem schnellen Gefängnisausbruch liegt es also jetzt bei euch, zusammen mit dem ebenfalls verschleppten Roy Campbell Licht in das Dunkel zu bringen und einen abtrünnigen General an einem nuklearen Schlag zu hindern. Mehr zur Geschichte wird an dieser Stelle allerdings nicht verraten. Auf ihrem Weg über die Halbinsel sind Snake und Roy allerdings nicht allein. Denn in Portable Ops gibt es ein neuartiges Feature, das es euch erlaubt, feindliche Charaktere zu rekrutieren und auf eure Seite zu ziehen. Das ist auch eigentlich recht simpel. Ihr tastet euch langsam durch die Missionen und haltet Ausschau nach potenziellen Opfern. Habt ihr eins erspäht, so wie hier, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr die Schurken lieber von hinten in den Würgegriff nehmt oder mit einem gezielten Schuss aus der Betäubungspistole ausschaltet. Sind die Fieslinge dann im Reich der Träume, schleppt ihr sie einfach zum bereitstehenden LKW und nach einer kurzen Überredungsphase arbeiten die Söldner fortan für euch. In diesem Menü habt ihr dann Überblick über die eingefangenen Einheiten. Hier könnt ihr die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder sehen oder sie einzelnen Teams zuordnen. So könnt ihr beispielsweise Spähtrupps aussenden, die euch dann über wichtige Örtlichkeiten im Spiel Bericht erstatten. So, jetzt zeige ich euch mal eine typische Mission. Big Boss und Campbell wollen zum Hafen der Halbinsel, müssen vorher aber über diese Brücke. Und wie ihr sehen könnt, ist die nicht nur streng bewacht, sondern auch noch mit LKWs versperrt. Über Funk bekommen wir den Tipp, dass man die Wachen dadurch ablenken könnte, wenn man in anderen Gegenden etwas in die Luft jagt. Nachdem wir also ein paar Rekruten losgeschickt und diese die Halbinsel auf mögliche Sprengobjekte untersucht haben, bekommen wir den Tipp für ein Versorgungsdepot. So, hier sind wir auch schon mit Big Boss und schauen uns nach geeigneten Objekten für die Sprengung um. Der LKW da hinten scheint ganz geeignet. Dumm nur, dass der gesamte Komplex sehr stark bewacht wird und Snake nicht ohne entdeckt zu werden an den Wachen vorbei zum LKW kommen kann. Also wechseln wir schnell zu einem rekrutierten Söldner, der sich dann völlig getarnt und unauffällig in dem Gebiet bewegen und das TNT am LKW platzieren kann. Ihr seht also, die Missionen erfordern taktisches Geschick und oftmals kommt ihr nur weiter, wenn ihr bestimmte Leute gefangen genommen habt. Das Prinzip fesselt sehr schnell an die PSP, da man oft einfach die Stärken von bestimmten Charakteren herausfinden will. Und da die Missionen meistens mit 5 bis 10 Minuten angenehm kurz sind, eignet sich das Spiel trotz des vergleichsweise komplexen Spielablaufs auch mal für eine Runde zwischendurch. Technisch ist Portable Ops wirklich hervorragend gelungen. Die Grafik ist sehr gut, wobei vor allem die detaillierten Charaktermodelle ins Auge stechen. Auch die hübschen Zwischensequenzen, die in schicken Comic-Look gehalten sind, sehen sehr cool aus. Und auch auf der Soundebene macht das Spiel alles richtig. Denn neben einem tollen Soundtrack findet ihr auf der UMD auch noch eine gelungene Synchronisation. Die ist leider nur auf Englisch, deutsche Untertitel könnt ihr allerdings dazuschalten. Portable Ops verfügt neben dem umfangreichen Einzelspielermodus auch noch über einen Mehrspielerpart, wo mehrere Spieler ihre Soldaten tauschen und kämpfen lassen können. Dieses Feature konnten wir aber noch nicht testen, einen entsprechenden Nachtest gibt es dann auf gamepro.de. Damit wären wir auch am Ende unseres Testvideos zu Metal Gear Solid Portable Ops. Wer neues Futter für die PSP braucht, sollte unbedingt zugreifen. Alles weitere zum Spiel findet ihr im Test im Heft.